Hallo zusammen, herzlich willkommen, Bing Bing, herzlich willkommen bei uns im Studio. Wir haben versprochen, dass wir nochmal eine Studiotour machen, wenn wir so ein bisschen angekommen sind. Wir sind so ein bisschen kind of angekommen. Ich führe euch mal einmal rum, weil viele von euch haben danach gefragt. Wir sind hier bei uns im Lager, hier kommt man normalerweise rein. Man sieht es ja, hier stehen überall die Zielfotos, die verschiedenen, die wir im Moment im Verkauf haben. Da ein Stapel Postkisten und da hinten ist dann an dem Tisch so die Verpackungsstation, wo wir zu zweit stehen können. Das heißt, mit dem Laptop stehen wir dann da und packen halt ein. Wir haben Etikettendrucker. Das heißt, wenn du bei uns bestellst, dann wird deine Bestellung eingepackt, die Etikette gedruckt, Briefmarke raufgeklebt und dann geht das halt zur Post, beziehungsweise wird von der Post abgeholt. Und mehr ist da eigentlich nicht dabei, ja. Also halt Lager, ne? Man sieht, es ist relativ voll. Dann gehen wir mal bei mir ins Büro. Das ist halt ganz normal, nutzen wir als Sitzungszimmer, beziehungsweise mein Büro. Wir haben hier gleich einen Podcast, hier nehmen wir die Podcasts auf. Das sind mobile Schallabsorber, die wir sonst drüben in der großen Halle stehen haben und jetzt halt hier hingestellt haben für unseren Gast, gleich für die Akustik. Hinten die graue Wand ist eine Magnetwand. Die haben wir magnetisch angemalt mit Farbe. Ich verlinke die Farbe in den Shownotes, weil viele danach gefragt haben. Ganz normal kann man ganz normal aufmalen. Je dicker man das macht, desto besser heben die Magnete. Das sind jetzt drei Schichten, aber wir haben so eine ganz raue Wand. Also ganz unkompliziert. Und da kann man halt mal so ein ganzes Magazin oder so ein halbes Buch oder so ausdrucken, an die Wand hängen. Das ist unheimlich gut fürs Brainstorming, für so ein bisschen mal irgendwie auch Artikelreihenfolge und mal Bilder nebeneinander und packen und aufpassen, dass da eigentlich irgendwie Farben auseinanderlaufen oder sowas. Nebenbei, das sind die Akustikpanel, von denen ich auch schon mehrfach gesprochen habe. Das sind jetzt die schicken, die wohnzimmertauglichen, die wir hier hingehängt haben, hier und drüben. Wir haben nebenan auch noch welche. Weil der Raum halt ist zwar nicht riesig, aber doch relativ hoch und durch die große Magnetwand, die absorbiert er keinen Schall, deswegen muss man da was machen. An der Decke sind so günstige Schaumstoffdinger, die sind vom Thomann, Eigenmarke Thomann. Die bringen natürlich auch noch mal ein bisschen was. Ansonsten Schreibtisch, die Druckergeschichte ist hier und so. Mehrere. Immer gut, ne? Whiteboards. Dann haben wir hier eine kleine Küche, Aufenthaltsraum. Hier hinten sind dann eben mehrere Abstellräume, Lagerräume, Toiletten und so weiter. Und dann kommen wir hier in die eigentliche Halle. Bei so einer Geschichte ist natürlich immer alles ein bisschen Baustelle. Es bleibt immer ein bisschen Baustelle. Ich komme mal ein bisschen ins Licht. Hinten raus ist eine Naturwiese. Da ist ein Gärtner, dem das gehört hat, der irgendwie sein Lager hat oder sowas. Deswegen ist hier eigentlich immer ruhig. Vorne ist Industriegebiet und hinten ist Natur. Das heißt, wenn ich morgens hier reinkomme, dann höre ich die Vögel zwitschern, die Grillen zippen und so. Also total, total ruhig hier. Sehr angenehm. Große Fensterfront. Da haben wir halt Akustikvorhänge. Das ist Bühnenmoltern. Das führt dazu, dass wenn wir die zumachen, haben wir gedämpftes Licht und halt eben die Akustik ist nochmal eine Ecke besser. Hier in diese Richtung haben wir unser Fotostudio. Das heißt, da haben wir dann eben mehrere Papierrollen, die wir runterziehen können. Das Blitzzeug steht hier und so weiter. Haben wir genug Platz. Die Halle ist 11 Meter lang. Also ich habe genug Platz, um mit Tele zu arbeiten, wenn hier Sportler springen oder so. Das haben wir uns extra so ausgesucht. An der Decke hängen, man sieht es ja, an der Decke hängen Akustikpanel, diese runden. Die haben super viel gebracht. Viel mehr, als wir gedacht haben. Das heißt, die haben wir aufgehängt und der Hall war weg. Also nicht weg im Sinne von, der Raum ist tot, das soll er auch nicht. Es soll schon, man sieht, dass es eine Halle ist und es muss auch ein bisschen nach Halle klingen. Und jetzt haben wir, glaube ich, eine ganz angenehme Akustik. Hier stehen allerdings da hinten auch noch ein paar Zielfotos drin, die natürlich auch einfach Volumen sind. Ne? Aber das hat sehr gut funktioniert. Wir haben, wo ist es, da steht's, wir haben hier auch noch mehr Akustikpanel, die wir noch an die Wand hängen wollen. Das ist auch Novium, das sind so, ist Holz. Und wenn man da eine ganze Wand von macht, dann ist das so eine schicke Holzoptik. Die müssen wir einfach, die stehen hier nur angelehnt, die müssen wir einfach noch aufhängen. Haben wir noch keine Zeit für gehabt. Das ist auch super einfach zu machen, also das kann man gut selbst machen. Und die Zielfotos stehen hier noch in dem Bilderrahmen. Die hängen wir dann halt erst auf, wenn die Dinger hängen. Ja, weil klar, erst das Zeug an die Wand hängen und dann die Bilder davor hängen. Das müssen wir mal fertig machen. Dann haben wir hier unsere Sofa-Ecke. Ich stelle mich mal hinter das Sofa. Das ist das, was ihr normalerweise seht. Da vorne sind dann die Lampen, ich sitze hier auf dem Sofa oder stehe auf dem Tisch vor dem Sofa. Hier immer ein paar Zielfotos zu sehen, dass man immer den Reminder hat, dass ihr doch bitte Zielfotos bestellt. Bücherregale, die sind übrigens vom Ikea, sind eigentlich relativ schick, finde ich. Gibt es in verschiedenen Größen, der Tisch ist auch gehört dazu, zu dieser Serie. Hat so ein bisschen Retro-Style, fanden wir eigentlich sehr attraktiv. Unser Zielfotolämpchen. Ganz kurz auf Bilderrahmen, wenn ich da auch mal drauf angesprochen werde, die sind von der Firma Halbe.
Und da habe ich mal ein Video zu gemacht. Die haben mal diesen Klickverschluss. Das heißt, ich kann die einfach hier rausdrücken, mache ich jetzt nicht. Den Rahmen rausdrücken, ich muss da nichts schrauben oder irgendwas. Und man sieht es, ich kann es anhängen. Das ist jetzt hier mit Stahlseil gemacht, aber natürlich kann man sie auch an die Wand schrauben. Super einfach. Und es gibt von Halbe dann auch Leisten, die man an die Decke schrauben könnte. Die sind gar nicht teuer. Das hatten wir im alten Büro. Das heißt, du machst die Leiste oben an die Wand und dann kannst du die Bilder hinhängen, wo du willst, kannst sie verschieben, kannst sie höher, tiefer machen und so. Also ganz unkompliziert. Und die Leiste guckt sich total weg. Wir haben jetzt halt hier diese umlaufende Metallschiene einmal rundherum. Da ist ein Kabel drin. Und da können wir die eben reinhängen. Das ist natürlich noch unkomplizierter, weil jetzt können wir die Bilder hinhängen, wo wir wollen. Überall hier im Raum mit den Drahtseilen. Die Drahtseile sind von Halbe. Die Schiene war natürlich schon drin. Und das ist jetzt nebenbei, das ist Museumsglas entspiegelt. Das führt zum einen dazu, es ist UV-beständig. Das heißt, auch wenn die jetzt hier in der Sonne hängen, weil morgens kommt die Sonne voll rein, dann vergilben die Fotos nicht. Und es spiegelt halt nicht, also es spiegelt ein bisschen, aber super wenig. Das ist natürlich ganz wichtig, weil wir hier mit den Lampen arbeiten. Und ich persönlich bin der Meinung, es muss auch ein bisschen spiegeln. Also ich könnte das Glas hier rausnehmen, aber es sieht dann halt nicht mehr nach Bilderrahmen aus. Es sieht dann irgendwie anders aus. Also ich fand das charmanter mit. Und es kostet extra, aber nicht so viel, wie man denkt. Man denkt so Museumsrahmen und so, aber man kauft ja nicht 20 Stück davon. Von so her kann man sich das mal gönnen. Ist ja was fürs Leben, wenn man sie nicht fallen lässt. Die gibt es in verschiedenen Designs mit Holz, Metall und so weiter. Das hier ist schwarzes Metall. Wie gesagt, die gibt es in verschiedenen Dicken. Ja, so viel zu den Bilderrahmen. Dann eben Ikea-Regal. Das Sofa habe ich mal irgendwie bei eBay gekauft. Weiß ich nicht, wo das her ist. Jetzt vielleicht von dieser Seite mal, dass man die Lampen sieht. Sebastian, wenn du so ein bisschen rumkommst. Vorsicht, Kabel. Hier sind also die Lampen. Und je nachdem, ob wir ein oder zwei Gäste haben, stellen wir halt dann die Lampen hin, Mikrofon hin. Die Kamera kommt dann halt immer so von hier. Kleines Extra. So, hier haben wir uns Strom an die Decke hängen lassen. Das heißt, das hängt hier mitten im Raum. Das können wir auch woanders hinhängen. Das führt dazu, dass wir halt hier immer Strom in der Mitte vom Raum haben. Und die Kabel relativ kurzen Weg haben, weil für die Lampen brauchen wir natürlich immer Strom. Und weil hier zwei Hunde rumlaufen, meine Tochter hier rumläuft und so weiter, wollen wir nicht so viel Kabel, möglichst wenig Kabel am Boden haben. Deswegen haben wir uns sowas gebastelt. Das ist normalerweise für Werkstattzubehör. Die gibt es auch mit Flaschenzug. In dem Fall ist es halt so, dass ich mit dem Kopf nicht stoße. Dann haben wir hier eine alte Werkbank, die haben wir übernommen vom Vorbesitzer. Und dann stehen hier nochmal ein paar Zielfotos, so nebenbei Kartons. Kartons bestelle ich inzwischen so in 5000er Stapeln, so palettenweise halt, weil ich den Platz habe und es ist natürlich viel günstiger. So eine Verpackung, das ist die, wenn du bei uns ein Paket bestellst, wenn du 4 Magazine bestellst, kriegst du ein Paket, dann kostet so ein Ding, wenn ich einen davon kaufe, kostet ich glaube 1,20. Und wenn ich 5000 Stück nehme, kostet er mich, ich glaube 40 Cent. Ja, also da spare ich natürlich unheimlich, wenn ich Masse nehme. Und dann haben wir hier noch die Fitness-Ecke. Die wir tatsächlich auch nutzen für Shootings. Also wir haben die letzten Wochen ja mehrfach Sportler hier gehabt. Die können sich dann hier warm machen, die können hier pumpen. Zum Teil fotografieren wir hier, zum Teil nehmen wir die Auszug von hier dann rüber ins Fotostudio. Beziehungsweise sie machen sich hier warm und so. Und dann, wenn sie gepumpt sind, fotografieren wir sie. Vielleicht ganz kurz, weil ich da auch mal nachgefragt werde. Willst du einmal rumkommen, dann stehe ich im Licht. Nebenbei, das ist eine Firma aus Hamburg, Simple Products heißen die, weil ich immer nachgefragt werde. Das ist nicht so teuer, wie man denkt, das Ganze, weil wir schreiben dann immer ganz viele, oh, das ist doch unbezahlbar. Nein, das ist gar nicht so teuer. Entweder gebraucht kaufen oder eben, ich habe keinen Kontakt zu denen, soll keine Werbung sein. Simple Products, die haben ein recht gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich bin sehr zufrieden mit dem Zeug. Der Cage und die Bank halt und hier ist ein Handelsständer, eine Bank, ein paar Kurzhandel und so. Was man halt so braucht, um halt eben... Da geht's zum Beach. Das dazu. Also das kostet nicht 10.000 Euro. Also sehr viel weniger. Und das Teil habe ich halt auch schon gehabt, über die Jahre angestapelt. Und Teil habe ich jetzt halt für Studio gekauft. Aber nur ein Teil davon. Das meiste davon stand vorher tatsächlich in der Garage. Wenn man sich das ein bisschen organisiert, passt da ja auch relativ viel rein. Muss halt dann immer das Auto rausfahren zum Pumpen. So, da haben wir, glaube ich, schon so ziemlich alles. Haben wir irgendwas vergessen? Haben wir irgendwas vergessen, Sebastian? Nö, ne? Nebenbei, wir filmen mit der Sony A7S III mit dem 1635 G-Master, handgehalten, also die G10, mal darauf achten, wie doll das wackelt, auf die Hauttöne mal ein bisschen achten, je nachdem, wo ich stehe, ist natürlich immer ein bisschen anders, jetzt wahrscheinlich ein bisschen besser mit dem Licht. Und, weil ich das auch gerade hier sehe, Lampe, das ist unsere Hauptvideolampe hier, das ist die inzwischen die Godox UL150, die hat keinen Lüfter. Ist ziemlich hell und hat keinen Lüfter, ist stufenlos einstellbar von der Helligkeit her. Sind wir super zufrieden mit, weil sie halt keinen Lüfter hat. Dafür ist der Anschluss nicht gut.
Da passen viele Softboxen nicht ran, weil der irgendwie nicht so. Eigentlich ist der kompatibel zu Bowens, aber eben nur so kind of kompatibel. Ist wieder China-Zeug. Ne? Die bessere Lampe ist halt die Aputure. Die haben wir auch. Die hat aber einen Lüfter. Und weil sie keinen Lüfter hat und wir sie direkt neben dem Mikrofon haben, ziehe ich die vor, weil direkt neben dem Mikrofon hört man auch einen leisen Lüfter. Die Aputure hat einen sehr leisen Lüfter, aber bei uns ist es halt direkt daneben. So, das ist so das. Ich muss vergessen. Nö. Live-Station. Das ist unsere Live-Station, jetzt ein bisschen geplündert gerade, weil ein Teil davon für den Podcast genommen ist. Das ist so ein Rollwagen, ich kann darauf verlinken. Super stabil, haben wir ganz viel im Einsatz. Wir haben zwei davon, einen großen und kleinen. Da ist unser PC drauf, das ist ein lüfterloser PC, also ein Computer ohne Lüfter. Und dann haben wir halt, da läuft halt das Streaming drüber. Dann haben wir hier von Blackmagic den Atem Mini. Mit dem können wir mehrere Kameras hin und her schalten. Das ist dann wie im TV, mehrere Kameras, drei Kameras aufgebaut. Und Sebastian sitzt dann da dran und schaltet halt zwischen den verschiedenen Ansichten. Zwei Monitore, einmal die Sicht halt eben das, was ihr seht, wenn wir Computer mit einbinden. Und einmal das, was dann halt eben, was der Sebastian sehen soll. Deswegen zwei Monitore. Und dann haben wir halt hier das LAN-Kabel geht dann hier rein. Und die Kameras gehen halt hier rein, der geht in den Computer, der Computer streamt. Dass du das. Hat den Vorteil, wir können es hin und her schieben, je nachdem, wo wir sind. Und können es auch einfach mal an den Rand stellen, wenn wir es nicht brauchen. Oder die Monitore nutzen wir teilweise natürlich für was anderes. Weil ich kann die Kamera ja auch direkt an den Monitor anschließen. Das waren so unsere Gadgets, ne? Die wichtigsten. Ja. Ich hoffe, das war interessant und hilfreich. Beziehungsweise vor allem interessant, auch mal den Blick hinter die Kulissen zu sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.